OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke, 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 danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. 24. Der Wahlinsider. Alle News zum Wahljahr 2024. Live und aktuell. Wahl 2024. Erstmals hat der Bundespräsident in Österreich mit einem ungeschriebenen Gesetz gebrochen. Nicht der erste. Bei der Nationalratswahl ist er mit der Regierungsbildung beauftragt worden, sondern der zweite. Karl Nehammer begann die Sondierungsgespräche mit Andreas Babler von der SPÖ. Ja, ein Stilbruch, schreien die einen, die anderen sagen, völlig normal in einer Demokratie. Wie siehst du das, Darwin? Ja, also normal ist in dieser Demokratie ohnehin nichts mehr. Wir sind in sehr außergewöhnlichen Zeiten, aber du sagst schon, es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es steht nirgends, dass er das machen muss. Wir hören immer wieder von der Usance. Das kann, das muss nicht sein. Gewohnheitsrecht gibt es in dem Sinne nicht in Österreich. Deshalb gibt es da jene Stimmen, die sagen, das kann man schon so machen, wenngleich es vielleicht nicht sympathisch ist, aber es ist möglich. Ja, aber ich finde, es wäre sicher gescheiter gewesen von VDP, wenn er Herbert Kickl beauftragt hätte, eben aus zwei Gründen. Also Punkt 1 hat Herbert Kickl und seine FPÖ eindeutig diese Wahl gewonnen. Das ist das eine. Das andere, jetzt gibt es wieder fast 30% der Bevölkerung in Österreich, die eben sagen, ui, da wird jetzt wieder gemauschelt. Und drittens, es ist jetzt ein Druck auf Karl Nehammer, der mehr oder weniger nicht notwendig wäre. Denn wenn das so ist, wie viele eben sagen, dass Herbert Kickl sowieso bei seinen Gesprächen gescheitert wäre in jeder Form, so hätten wir ihn einfach einmal gegen die Wand rennen lassen sollen. Und das wäre zumindest nach unseren Empfehlungen finden, demokratisch gewesen. Es war ja auch der Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der gesagt hat, eigentlich ist das, was Van der Bellen hier gemacht hat, undemokratisch. Naja, aber es gibt auch jene Stimmen, die argumentieren jetzt so und sagen, es wird eh so viel Zeit verplempert für nichts. Auch die zwei Kaffeehausrunden waren für manche oder zumindest die zweite ein bisschen unnötig. Es gilt jetzt endlich einmal wieder Reformen in einem Land anzugehen, wo wir ein Budgetdefizit in Rekordhöhe haben, andere Punkte. Und wenn das eintrifft, was viele meinen, nämlich, dass mit Kickl niemand kann und will, und das haben ja Babler und auch Nehammer gesagt, und das sind immerhin die Parteichefs, gibt es die Meinung, die sagen, das macht mit Kickl halt keinen Sinn, zumal er es von sich aus ja auch nicht zurückstecken will. Er will Bundeskanzler sein, die anderen wollen ihn nicht als Bundeskanzler, und der Bundespräsident hat dargelegt, warum die anderen das nicht wollen. Er hat jetzt von der Rechtsstaatlichkeit bis zu den Geheimdiensten, Chancengleichheit von Mann und Frau, eigentlich das genannt, was ihm die Parteien gesagt haben, hinter der Tapetentür, und somit gibt es den Regierungsbildungsauftrag diesmal halt für den zweiten. Ja, aber ich finde, das ist eigentlich zu kurz gedacht, denn ich meine, wir tun gerade so, als wäre die FPÖ und Herbert Kickl Gott sei bei uns. Ja? Also das ist ja so nicht. Also es funktioniert in Salzburg relativ gut, ÖVP mit der FPÖ. Es funktioniert in Niederösterreich. Auch die Mikl Leitner hat anfänglich gesagt, nie mit denen. Und dann zum Schluss war es so, dass man jetzt in einer Regierung sitzt. Demnächst werden wir das auch in Vorarlberg haben, vielleicht auch in Zukunft in der Steiermark, wo sich möglicherweise sogar ein Durchmarsch von Mario Kunersek abzeichnet. Also wenn es wirklich um zwei Personen geht, die ausgetauscht werden könnten, so wäre das im höchsten Maße wichtiger für das Land, weil es geht ja auch um Inhalte, und alle reden immer davon, wir brauchen Inhalte, und die Inhalte müssen von der Politik umgesetzt werden. Und jetzt diskutiert man darüber, dass der eine, Nehammer, emotional ein wenig angeschlagen ist durch die Angriffe von Herbert Kickl, und der andere, Herbert Kickl, eben darauf beharrt, ich bin der Chef, ich bin der Erste, ich habe meine Bewegung durchs Ziel geführt als Sieger, also möchte ich auch als Sieger behandelt werden. Vielleicht sollten sich beide einmal darüber im Klaren werden,
erklären, hey, es geht nicht um Kickl oder um Nehammer, es geht um Inhalte und vor allem, es geht um Österreich und um nichts anderes. Der Souverän ist der Wähler und wenn man schon immer von einem Volkskanzler spricht, ja, aber das Volk sind ja 100%. Ja, absolut. Wobei man auch dazu sagen muss, die beiden sagen immer in den Pressekonferenzen, es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten. Wenn man sich's anschaut, geht es natürlich um das. Die Chemie zwischen den beiden passt einfach überhaupt nicht. Die Frage ist nur wirklich, Karl, ob die sich austauschen lassen wollen, weil Herbert Kickl ist in der FPÖ so fixiert wie, weiß ich nicht, Schnee im Winter beispielsweise. Und Karl Nehammer, dem wurde jetzt das Vertrauen wieder ausgesprochen. Sollte es jetzt wieder eine Obmann-Debatte geben, dann würde sich das für die ÖVP auch bei den kommenden Wahlen nicht nur dann in der Steiermark, sondern vor allem im Burgenland, wo man ohnehin nur marginal unterwegs ist, dann wäre die überhaupt, weiß ich nicht, wenn das ein paar Tropfen im Neusiedlersee nur mehr. Ja, aber ich bin da so bei Konrad Adenauer, dem ehemaligen deutschen Präsidenten, der gemeint hat, was kümmert mich das Geschwätz von gestern. Ja, und ich habe in meiner Jugend Eishockey gespielt. Und immer wenn sich zwei beim Bulli, das ist der Anstoß, beim Eishockey nicht miteinander verstehen konnten, hat der Schiedsrichter gesagt, zwei neue und dann wird es eben funktionieren. Ja, und Ähnliches gilt auch bei den Regierungsverhandlungen. Außerdem, wenn heute sich alle zurücklehnen und sagen, es ist ja hundertprozentig eine fixe Geschichte, dass die ÖVP mit der SPÖ kann und dann vielleicht noch die Neos dazu oder die Grünen oder wer auch immer. Das ist ja beim besten Willen überhaupt noch nicht so gegessen. Da wird jetzt momentan ziemlich heiß gekocht. Ich erinnere nur nochmals an Niederösterreich. Da hat es ja auch so angefangen, dass eben Mikl Leitner zuerst hieß es, ja, wir werden mit der SPÖ verhandeln. Man hat sich kurz mit der SPÖ zusammengesetzt. Und wie ist das ausgegangen? Ich glaube, Herr Gorwich in Niederösterreich hat gesagt, da hacke ich mir lieber die rechte Hand an. Aber er hat sie zum Glück noch. Er hat sie sich nicht angehackt, weil wir wollen nicht, dass die Chirurgen dann extra Arbeiten haben. Ja, aber es hat dann eben das nicht stattgefunden, wovon alle zu Beginn gesprochen haben. Und vor allem kam es von der SPÖ-Seite, eben von Herr Gorwich, der gesagt hat, na, so geht das nicht. Und das Gleiche gilt ja jetzt irgendwie auch für die Sozialdemokraten bei diesen Verhandlungen. Wir wissen doch beide, was Andreas Babler während des Wahlkampfes gesagt hat. Wir haben noch komplett in Erinnerung, wie sie alle aufgeschrien haben und gesagt haben, das ist ja ein Marxist, ja. Mit seinen Thesen, mit 100 km/h in die 32-Stunden-Woche, dann Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Mark Mateschitz, der Erbe von Red Bull, war das große Feindbild, ist angegriffen worden und jetzt plötzlich soll das alles nichts gewesen sein. Jetzt ist auf einmal plötzlich alles ganz anders und wir kuscheln uns hin zu einem Erfolg. Wir brauchen keine Kuscheltruppe, wir brauchen auch keine Zuckertruppe in dem Land, sondern wir brauchen endlich eine Regierung, die was weiterbringt. Also die Regierung Grün-Schwarz hat 283 Gesetze beschlossen, ist ja herzig. Wir bräuchten endlich ein Gesetz, dass wir diese 283 Gesetze nicht brauchen, dass wir endlich entbürokratisiert und nach vorne blicken. Also kein Mensch bei diesen ganzen Verhandlungen signalisiert mir, hey, wir sind stark, wir sind gut, wir müssen das Land nach vorne bringen. Sondern einfach nur der eine Kickl sagt, ich bin der Sieger, ja, der andere sagt, ich bin der zweite Sieger. Also alle sind irgendwie empört und keiner ist optimistisch. Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir sind ja nicht bei einer Sportveranstaltung, wer Erster, Zweiter, Dritter wird, es gibt keine Medaillen. Es geht hier, muss man leider so sagen, es ist ein unsympathisches Wort, aber es geht nur um reine Machtblöcke. Die beiden, die sich finden, die Macht sozusagen haben, die werden das Land auch regieren. Und momentan, Karl, du hast es schon gesagt, ist man halt davon entfernt, weil es ist wie Tag und Nacht. Allein wenn man sich
nicht nur die 32-Stunden-Woche anschaut und die Vermögensgeschichte, auch bei den Steuern und anderen Themen gibt es eigentlich Einigkeit zur Uneinigkeit. Aber das ist ja auch das Spannende, weil wir leben in Österreich immer von einem Kompromiss. Man darf gespannt sein, ob es den gibt oder ob man am Ende des Tages mit neuen Schachfiguren uns wieder auf das Schachbrett begeben oder ob man dann überhaupt alle zurück zum Start müssen und das Kreuzerl erneut machen, wenn es Neuwahlen gibt. Ja, aber man kann nicht so lange wählen, bis man das Resultat hat, das man gerne haben möchte. So geht es ja auch nicht. Und Mann gibt es ja auch nicht. Ne? Ja, das ist ja was anderes. Genau. Ja, aber wir wählen parlamentarische Mehrheiten. Das ist eben das demokratische Prinzip. Aber wir sind ja in Österreich ja nicht alleine mit demokratischen und Mehrheiten oder parlamentarischen Mehrheiten. Es gibt ja auch so etwas wie das Phänomen der Minderheit. Regierung. Wenn wir zum Beispiel nach Dänemark schauen, recht erfolgreich eine Minderheitsregierung. Wenn wir nach Norwegen schauen, recht erfolgreich eine Minderheitsregierung. Wenn wir zum Beispiel, ich glaube, Schweden ist auch eine funktionierende Minderheitsregierung. Oder schauen wir einfach in die Niederlande, da der Geert Wilders und seine Extremrechte. Da ist ja der Herbert Kickl und seine FPÖ, das sind ja der Waisenknaben gegen Geert Wilders. Ganz klar gewonnen. 8 Monate wurde hin und her verhandelt und am Ende hat Geert Wilders auf den Job des Kanzlers verzichtet. Mark Rutte, der Ex-Kanzler, ist jetzt NATO-Chef und Geert Wilders hat eine dritte Person vorgeschickt, Experten. Vielleicht wird das in Österreich auch so sein, dass wir eine neue Frau Bierlein brauchen an der Spitze. Und wer weiß, was da noch passiert. Außerdem, eines ist ja noch immer nicht vom Tisch. Warum soll es eigentlich nicht eine Minderheitsregierung aus Nehammer mit den Neos geben? Man muss eben, und das verkompliziert das vielleicht, dann nach parlamentarischen Mehrheiten suchen. Auch das ist denkmöglich und das kann noch umgesetzt werden. Auch sind die Grünen noch nicht komplett aus dem Rennen. Ja, also ein spannender Denkansatz. Minderheitsregierung hatten wir in Österreich erst einmal 1970, aber nichts im Leben gibt es umsonst. Die SPÖ hat damals eine Wahlrechtsreform für die FPÖ angekündigt. Bei deinem Modell bräuchte es ein sehr großes Zuckerl für die Neos, eine Schulreform oder bei der Verwaltung oder sogar eine Neutralitätsdebatte, die in Österreich niemand möchte. Wäre spannend, aber frage ich, ob das umsetzbar ist. Wir brauchen kein Zuckerl für irgendeine Partei, wir brauchen ein Zuckerl für Österreich. Absolut. Denn wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, wenn wir weiter uns vor der Realität verstecken, dann wird Österreich früher oder später ein griechisches Schicksal erleiden. Denn wir müssen wirklich auch Klartext reden in dem Land. Wir haben ein Wirtesterben, wir haben ein Geschäftesterben, wir haben eine Staatsschuld wie nie. Magnus Brunner, der Finanzminister, hat ja kurz bevor er sich jetzt verdschüsst hat nach Brüssel, die wahren Zahlen auf den Tisch gelegt. Wir haben Lohnabschlüsse, die einfach viel zu hoch ist. Erst der Chef der Kärntner Industriellenvereinigung hat gesagt, 4,8% können wir uns momentan absolut nicht mehr leisten. Wir hatten ja zuletzt Abschlüsse bis zu 9% plus. Ich möchte da jetzt nicht gegen die Arbeitnehmer reden, aber Tatsache ist, wir sollten wirklich uns hinsetzen und einmal sagen, das ist zu tun in dem Land. Diese Reformen brauchen wir, diese Investitionsprogramme müssen umgesetzt werden und wer das schafft, der soll eben regieren. Und die ganzen Befindlichkeiten, über die da gesprochen wurde, über der eine ist empört, der andere ist enttäuscht, der dritte zieht sich zurück, die vierte sagt, naja, ich möchte vielleicht auch ein wenig mitspielen. Das interessiert doch inzwischen keinen Menschen mehr. Wir wollen, dass dieses Land nach vorne gepusht wird und wer oder das am besten kann, soll diese Regierung führen.
Genau, bevor wir in die Pause gehen, noch zwei Sätze. Du hast gesagt, in die Hände spucken, gab es einmal das berühmte Lied, es wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Einer, der es jetzt nicht geschafft hat, war der Magnus Brunner und bei dem auch interessant, Karl, der ist ja jetzt, der wird EU-Kommissar für Migrationsfragen und hat sich jetzt unter anderem auch bezüglich Schengen von Bulgarien und Rumänien geäußert und vertritt eine völlig andere Position als Österreich, weil er sich natürlich attraktiv machen will für das Hearing am 5. November. Ist das guter Schachzug oder ist das ein bisschen seltsam, dass er eine andere Position einnimmt als bei uns in Österreich? Naja, aber so ist es eben. Ja, früher hat man zu derartigen Spielchen in der Politik gesagt, das ist die Wendehalspolitik. Mhm. Es gab auch einen anderen Fachausdruck, das war positionsflexibel. Das kennen wir in Österreich ja auch schon. Ja. Wir sehen also, wenn man in Brüssel etwas erreichen will, und wenn man ganz vorne mitspielen will, dann muss man ein wenig positionsflexibel sein. Ich würde mir wünschen, dass unsere Leute da hier in Österreich bei der Regierungsbildung genauso positionsflexibel wären. Das ist einmal ein schönes Stichwort. Situationselastisch hat es auch einmal bezeichnet. Und wir gehen jetzt in eine kurze Werbepause und dann sind wir zurück, vor allem auch mit der US-Wahl. Bis gleich. Wahl 24. Der Wahlinsider. Alle News zum Wahljahr 2024. Live und aktuell. Wahl 2024. Viel wird diskutiert darüber, warum Alexander van der Bellen gerade Karl Nehammer, den zweiten, bei der Wahl beauftragt hat zur Regierungsbildung. Aber so ist es eben. Jetzt gibt es Sondierungsgespräche zwischen eben Nehammer und Babler. Vielleicht wird dann irgendwann einmal NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger auch dazustoßen. Ganz aus den Rennen ist natürlich auch Werner Kogler und die Grünen noch nicht. Wir werden sehen, was die nächsten Tage, Wochen, Monate bringen werden. Aber es gibt schon jetzt massive Proteste gegen diese Entscheidung von VDP. Und eine kommt natürlich von einem FPÖ-nahen Verein. Die wollen gerade am 9. November, man muss sich das ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 9. November gegen Nehammer und das, was jetzt passiert, protestieren. Der 9. November war ein geschichtlicher, wirklich oder ist ein geschichtlich sehr belasteter Tag. Das waren die November-Pogrome. Tausende Juden wurden von SS und SA-Leuten in Wien durch die Straßen getrieben. Geschäfte sind zertrümmert worden. Die Leute mussten mit Zahnbürsten die Straßen aufwischen. Genau an diesem Tag demonstrieren diese Idioten. Wie das? Ja, man muss wirklich sagen, das ist ein Datum, an dem man nicht demonstrieren sollte. Wir haben heute auch ein Interview gemacht mit einem der Veranstalter. Der hat gesagt, man wollte... Wer ist das eigentlich? Ein Herr, der wollte als Bundespräsidentschaftskandidat auch kandidieren. Der hat auch das Vertrauen in die Justiz verloren. Ich habe ihn gefragt, ob wir noch ein neutrales Land sind. Er hat gesagt, nein, auch die Gerichte sind nicht neutral. Die sind alle parteipolitisch besetzt. Und er hat gesagt, man wollte am 9. Oktober eigentlich auf die Straße gehen. Da hätte es geregnet. Jetzt hat man das einen Monat später gemacht. Und ich habe gefragt, naja, gerade an einem Tag wie diesen. Er hat gemeint, viele wüssten gar nicht mehr, was da war. Sollte man vielleicht nicht machen, zumal man hier nicht nur gegen die Bundesregierung auf die Straße geht, das ist ja das gute Recht, wir haben ja das Demonstrations- und Versammlungsrecht, es sind in einem Telegram, in einer Telegram-Gruppe unter anderem von den Bilderbergern, den Satanisten, ist ja die Rede von den Weltbanken und man hat eigentlich alle Verschwörungstheorien, die es überhaupt gibt, da mit hineinverpackt. Der Herr, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, ihm geht es um was anderes, aber das ist schon eine komische Mischung, muss man sagen, weil natürlich soll man sein Recht, sein Demonstrationsrecht wahrnehmen können. Und es ist auch ein gutes Recht, dagegen zu demonstrieren. Aber die Frage ist immer, mit wem? Ja, die Frage ist natürlich aber auch, wie viele werden da überhaupt kommen? Mhm. Denn man sollte sich das wirklich genau überlegen, ob ich da hingehe, ob ich da mitmarschiere. Also Punkt 1 bringt es ja eigentlich nichts. Ja. Muss man ja offen so sagen. Punkt 2, ja, wie gesagt, das ist ein extrem historisch belasteter Tag und sich da wirklich diesen Gegenfeuer auszusetzen, das ist schlicht nur absurd. Ja, und es werden ja auch Gegendemonstrationen erwartet. Und vor allem Österreich muss sich natürlich schon auch mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen. Und
wir haben uns damals, nicht wir, sondern unsere Vorgängergeneration, mit unglaublicher Schuld aufgeladen. Darüber sollte man schon nachdenken. Und es wurde auch im Parlament nachgedacht, und zwar als Walter Rosenkranz, der FPÖ-Mann, zum ersten Nationalratspräsidenten bestellt worden ist. Da gab es ja auch massive Diskussionen im Vorfeld. Ich kenne Walter Rosenkranz persönlich. Ich denke, das, was er gesagt hat, er wird neutral sein. Ich glaube ihm das, und ich denke auch, das wird so sein. Er wird sicher nicht am Gängelband von Herbert Kickl oder seiner Partei agieren. Wie siehst du das? Nein, er gilt als Fachmann. Es gibt aber auch jene Stimmen, wir haben es gestern im Parlament gehört, die man sich natürlich auch anhören muss. Oskar Deutsch beispielsweise von der israelitischen Kultusgemeinde hat gesagt, wie wird ein Mitglied einer deutsch-nationalen Verbindung dieser Verantwortung, also als Nationalratspräsident, gerecht? Jemand, der Nazi-Verbrecher als burschenschaftliche Leistungsträger verharmlost und geradezu huldigt. Es geht da um einen Buchbeitrag aus dem Jahr 2009 über Burschenschafter als Leistungsträger zwischen 1918 und 1938. Und Rosenkranz hat damals unter anderem Johann Stich, der war während der NS-Zeit Generalstaatsanwalt, und Hans Giebig, der war ein Dichter und vor 1933 bei der NSDAP und hat dann für den Anschluss an Nazi-Deutschland geworben. Jetzt muss man aber fairerweise dazu sagen, Walter Rosenkranz wurde darauf angesprochen, 2022 hat gemeint, das war ein Fehler. Also er sieht das heute anders. Aber natürlich sind das Dinge, die man auch kritisch sehen muss, gerade auch von den jüdischen Mitbürgern, die auch aufgrund der Ereignisse, die sich jetzt da im Nahen Osten abspielen, wieder fürchten, weil ein verstärkter Antisemitismus natürlich Platz greift. Und Rosenkranz muss jetzt auch zeigen, dass er wirklich überparteilich agiert. In seiner Rede war er gestern sehr versöhnlich, muss man sagen. Und es bleibt zu hoffen, dass er dies in dieser Rolle auch machen wird, weil wir alle wissen, der letzte Nationalratspräsident, der war ja durchaus umstritten, Karl. Ja, ist durchaus richtig so, aber wegen etwas ganz anderem. Ja. Sobotka und Rosenkranz sind ja so nicht vergleichbar, aber wir können ja vielleicht das Spiel weiterdrehen. Es hätte ja damals Norbert Hofer zum Beispiel, ja, also auch bei Norbert Hofer gab es Diskussionen. Es hätte ja nur so sein können, dass jetzt Norbert Hofer eigentlich in der Hofburg sitzt und nicht Alexander von der Bellen. Da haben nur ein paar Stimmen gefehlt. Wie würden wir dann jetzt diskutieren? Ja? Also man muss natürlich schon hoch anrechnen, dass Walter Rosenkranz damals eben zu diesem Beitrag gesagt hat, das war ein Fehler. Also man kann lernen und man muss lernen. Und selbst wenn ich mich jetzt wiederhole, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine braunen oder andere rassistische Zwischentöne aus Salzburg jemals gehört von der Frau Swatek und die dort mit der ÖVP in einer Regierung sitzt. Das Einzige, was ich zum Beispiel aus Niederösterreich vom Udo Landbauer gehört habe, war die Empörung über ihn, als er in braunen Mokassins mit Jeans und mit Händen in der Hosentasche bei den Hochwasseropfern aufgetaucht ist. Aber die Politik, die gemacht wird vor Ort, die funktioniert ja. Also, aber ich erinnere noch einmal, was wir eingangs gesprochen haben, die Sondierungsgespräche, die es jetzt zwischen Sozialdemokraten und ÖVP gibt, das ist erst der Beginn einer ganz, ganz langen Reise. Weil, wie gesagt, Hergovich hat auch begonnen mit einer Reise, die ist dann aber relativ jäh abgebrochen worden und hat geendet. Das kann ja durchaus auch jetzt noch passieren. Viele Möglichkeiten gibt es, und vor allem, was mich so wundert, ist dieses Ausschließungsverfahren von Beginn an gegenüber nicht nur der FPÖ, auch von den Grünen redet eigentlich kein Mensch mehr. Dabei war derjenige, der die härtesten Worte im Parlament gefunden hat, Werner Kogler. Ja, also, das waren starke Worte. Er hat nicht nur ein Volk, ein Reich, ein Führer verwendet. Er hat aber auch kritisch angemerkt, was Kickl gemacht hat, die berühmten Fahndungslisten. Er hat gesagt, jetzt muss er mal nach einem Regierungspartner fahnden.
die Grünen müssten auch nicht fahnden, aber wenn sie in eine Regierung wollen, hier auch ein bisschen Gas geben und müssten ein Angebot unterbreiten, weil man weiß, es ist sehr viel zerschlagen worden aus den besten beider Welten, wie es 2020 noch hieß zwischen Kurz und Kogler, ist nicht mehr viel übrig gewesen. Also da darf man durchaus gespannt sein, ob die dann noch ins Boot gelassen werden oder ob man eher sich denkt, statt einem Bio-Zuckerl ein richtiges Zuckerl mit den Neos, aber das ist noch Kaffeesudleserei natürlich. Ja, wir brauchen aber das Beste aus allen Welten. Ja. Also jetzt einmal aus allen drei Welten und vielleicht aus allen fünf Welten. Das sollten wir zusammen mischen. Ich erinnere nur an den Wahlabend, als die Analysten sich hingesetzt haben und einmal geschaut haben, warum haben die Leute eigentlich die FPÖ gewählt. Ja. Mhm. Und da hieß es nicht wegen Herbert Kickl und der Strahlkraft des kleinen Mannes, sondern wegen der Inhalte. Ja, also plötzlich sollen die Inhalte von damals keine Rolle mehr spielen und plötzlich geben wir Inhalte hinein, die wir alle eigentlich nicht wollten, sprich die Inhalte, die Andreas Babler und seine Sektierertruppe innerhalb der Sozialdemokratie in den Wahlkampf mit eingebracht haben. Das ist ja im höchsten Maße unlogisch und vor allem, ich finde mich da überhaupt nicht zurecht, ja, weil irgendeiner braucht da den Umkehrschub und zwar, wir haben in der Schule das genannt, den Fehlgeumschwung. Ja, also, ja. Ja, also man muss wirklich zurück zum Start und da glaube ich einfach, man nimmt die Inhalte, die man bei der FPÖ gefunden hat, mischt sie mit den Inhalten der ÖVP und die paar Ansätze, die es von der Sozialdemokratie gegeben hat, mischt man eben dazu. Und da wären wir bei einer Konzentrationsregierung. Das hat es so auch noch nicht gegeben, ist in manchen Staaten eigentlich gar nicht so unüblich. Nur dann hätten wir halt keine Opposition mehr. Naja, aber wie gesagt, wir müssen so breit diskutieren, denn wenn wir in Österreich nicht in der Lage sind, so breit zu diskutieren, so werden wir fürchterlichen Schiffbruch erleiden, denn es ist 11:55. Ja. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Problemen, die es gilt aufzuarbeiten. Da geht es nicht nur um Migration, um Teuerung, sondern da geht es um echte Strukturprobleme, die wir in diesem Land haben und der Tatsache, dass wir gegen viele, viele schlecht laufende Dinge arbeiten müssen. Sonst ist es wurscht, wer da als Regierungschef sitzt. Das müssen wir angehen und, wie ich es vorhin eben gesagt habe, ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr Glauben an das Land, ein bisschen mehr nicht hinhauen auf Herbert Kickl und Nehammer und Co., sondern einfach zu sagen, packen wir es an. Ja, also ein positiver Blick ist ein bisschen so die amerikanische Mentality, könnte man sagen, oder? Ja, der eine in Amerika, Donald Trump, sagt das ja auch, wir müssen Amerika wieder groß machen. Ja. Vielleicht könnte sich auch bei uns mal einer hinsetzen und sagen, wir machen aus Österreich wieder nicht eine Insel der Seligen, sondern eine Insel der Erfolgreichen. Das waren wir ja. Und in Amerika schaut es ja momentan genauso ab. Gott und die Welt fürchtet sich vor Donald Trump. Ja, ich bin aber umgekehrt nicht so hundertprozentig sicher, dass es Kamala Harris sein wird, die das Steuer in Amerika wirklich herumreißen könnte. Sie ist gestartet mit einem unglaublichen Push, mit einem unglaublichen weltweiten Aufatmen. Endlich haben die Demokraten jemanden. Aber momentan ist es relativ ruhig geworden. Ja, sie hat ein bisschen an Strahlkraft verloren. Es gab heute auch schon eine böse Meldung von einem sehr prominenten Mann, von Mel Gibson. Der wird nämlich den anderen wählen, Trump. Er sagt, sie hat den IQ eines Zaunfalls. Ist nicht besonders nett, aber andere US-Stars, die springen für sie in die Bresche. Eminem beispielsweise und heute tritt auch Beyoncé auf und wir alle kennen den Taylor Swift-Effekt, also zumindest die Prominenz ist für sie. Und ein Thema, das vielleicht auch wichtig ist, Karl, und das über das gar nicht so viel geredet wurde, ist das Thema Abtreibungen, denn da ist sie eine, die sagt, das muss es weiterhin geben, ist ja von einigen Höchstrichtern gekippt worden und die Frauen in den USA werden die Wahl auch mitentscheiden.
Ja, das ist genau der Punkt, wo sie wirklich sattelfest ist. Ja, also da kennt sie sich aus und da punktet sie. Aber es geht ja um 7 Staaten, die zu gewinnen die gilt. Ja, 50 Bundesstaaten gibt es, 583 Wahlmänner sind zu wählen. Wer 270 Wahlmänner hat, hat die Nase vorn. Es gilt das Prinzip, der Winner takes it all. Ja. Und genau diese 7 Staaten im Mittleren Westen, die heißt es zu gewinnen. Und da steht es spitz auf Knopf. Und da, glaube ich, sind Beyoncé und wie heißen die anderen? Taylor Swift, der Swift-Effekt. Ja, ich glaube, das ist dort eher wurscht. Da interessiert die Leute viel mehr, warum sind unsere Geschäfte geschlossen, warum funktioniert unsere Industrie nicht mehr, was haben wir wirklich verabsäumt in den vergangenen Jahren, damit Amerika wieder dort steht, wo es hingehört. Also ähnliche Probleme, die wir auch hier in Österreich haben. Und wenn es ihr, Kamala Harris, nicht gelingt, die Leute zu überzeugen, dass sie diejenige ist, die all diese Probleme mehr oder weniger wirklich lösen kann in Zukunft, jo, dann glaube ich nicht, dass es am 5. November schaffen wird. Und wir werden ein, ja, wie sagt man da, rotes Wunder erleben. Dann wette ich dagegen, wir werden es dann auflösen, wenn es soweit ist, Karl. Genau, um 4 Uhr in der Früh am 5. bzw. am 6. November. Gut, dann war es das für uns. Karl Wendel hatte den Anfang, ich habe dann das Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei uns geht es gleich spannend weiter an diesem heutigen Abend. Bleiben Sie dran.